Eine weitere Ausgabe unserer L1-Sommergespräche, diesmal zu Gast Landesrat Wolfgang Klinger von der FPÖ. Danke fürs Kommen. Sie sind in diesem Land natürlich nicht direkt für die Sicherheit zuständig, weil das ist eine Bundessache, die Polizei, aber trotzdem der Sicherheitslandesrat. Wenn wir uns die Kriminalstatistiken ansehen, beziehungsweise was in den vergangenen Wochen und Monaten passiert ist, der Anschlag in Wien mit Zugriffen in Linz, da haben wir auch die Bilder, kriminelle Hotspots am Bahnhöfen und zuletzt die Bandenkriminalität in Wien. Haben wir ein Sicherheitsproblem bei Zuwanderern? Ja, zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung, bin sehr gerne gekommen. Und wir sprechen ja schon mitten die Thematik an, die uns alle betrifft. Wir haben natürlich in letzter Zeit ein Problem, nämlich dahingehend, dass speziell aus dem Drogenmilieu heraus Bandenbildung passiert. Zum Glück noch nicht in Dimensionen, wie wir sie in Amerika oder vielleicht Frankreich oder Deutschland auch kennen. Aber wir haben alles zu tun, damit wir von Anfang an danach trachten, diese Bandenkriminalität nicht aufkommen zu lassen. Aber täuscht der Eindruck, man hat den Eindruck, dass sich die FPÖ vielleicht in den letzten Wochen, Monaten, im letzten Jahr, vor allem auch die Bundes-FPÖ, der Herbert Kickl, zu sehr mit Corona, mit der Maskenpflicht, mit Grundrechten beschäftigt hat und vielleicht zu wenig das Thema Zuwanderung, Flüchtling, was ja normalerweise ein Einzelthema der FPÖ ist, behandelt hat. Ja, ich glaube, dass die Corona-Thematik sehr vieles überdüngt hat, aber ich gebe Ihnen völlig recht, es ist natürlich auch entsprechend wichtig, sich mit anderen Thematiken, die uns auch während der Corona-Zeit im Übrigen betroffen haben, auseinanderzusetzen und speziell auch in der Migrationsbewegung, wo wir wissen, dass auch während der Corona-Zeit diese Migrationsbewegung stattgefunden hat, danach trachten, dass wir entsprechend Integration betreiben können, dass es zu keinen Missständen kommt, was das Sicherheitsgefühl der Österreicher betrifft. Da haben wir sehr viel zu tun und das wird die Freiheitliche Partei natürlich auch in Zukunft massiv betreiben. Aber heißt das jetzt, dass man sich jetzt wieder mehr darum kümmern muss? Hat man das jetzt ein bisschen verabsäumt? Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass das verabsäumt wurde. Ich glaube nur, dass es in der medialen Berichterstattung nicht so vorgekommen ist, weil einfach ein ganz großes Gewicht auf die Corona-Sache gelegt wurde und Migrationsthemen wie auch andere Themen untergegangen sind. Aber schon Thema ist und jetzt schon wieder auch in den Medien, ja vor allem wieder in den vergangenen Wochen auch Übergriffe. Ja, nehmen wir wieder die Stadt Wels her, wo es in dem Fall Tschetschenen waren etc., wo man die Menschen kennt eigentlich und viele Polizisten sagen, wir wissen, wer da agiert, nur wir können zu wenig tun dagegen. Stichwort die Sicherungshaft. Also da ist ja die SPÖ dagegen, FPÖ und ÖVP ist dafür, zum Beispiel. Sicherungshaft ist natürlich ein problematisches Thema. Ich bin nicht grundsätzlich für eine Sicherungshaft. Ich glaube aber, dass man aus der Gesetzgebung her für diesen Rechtsstaat auch die Mittel in Anspruch nehmen können muss, damit man diesen Staat sicher hält. Das heißt, im Klartext, das muss auch der Polizei jenes Mittel in die Hand gegeben werden, um solche Entwicklungen anhalten zu können. Und wenn die Polizei von sich aus sagt, dass sie die Menschen kennt, die da dahinter stecken, aber nichts tun kann, dann glaube ich, seitens der Politik natürlich Handlungsbedarf gegeben, dass wir auch den Polizisten jenes Mittel in die Hand geben, das notwendig ist, damit man für diesen Rechtsstaat auch entsprechend eintreten kann. Aber viele sagen auch, so ein Mittel wäre eben, und ja, so radikale Gruppen und eben dieser Zugriff in Linz. Also das waren ja auch amtsbekannte Menschen, beziehungsweise die da auch in Verbindung mit diesem Anschlag in Wien gestanden sind. Und da gibt es Gruppierungen, die man kennt. Die Polizei beobachtet diese Gruppierungen, ist aber am Ende des Tages wirklich, ja, hat keine, kann nicht handeln, erst dann, wenn etwas passiert. In anderen Ländern ist es möglich, dass man sagt, okay, wenn die Indizien dafür sprechen, dass man andere Mittel hat. Also da müssen wir, weil das Thema angesprochen wurde mit Linz, Hausdurchsuchungen, Verhaftungen etc., natürlich nach Wien schauen. Und da muss man ganz eins feststellen, dass es in Wien ein totales Versagen gegeben hat, speziell was diesen einen Attentäter betrifft. Das ist auch die Verantwortung eines Innenministers. Wenn er Erfahrungen hat, wo er weiß, dass eine Person sich versucht hat, mit Waffen einzudecken, mit Munition einzudecken,
und das zu lange hintangehalten wird, als wie dass man gleich sofort versucht, diese Person habhaft zu werden, dann ist da ein Versagen passiert. Und weil Sie die Abschiebungen angesprochen haben, ja, es wird immer wieder davon gesprochen, kriminelle Asylwerber abzuschieben. Mir kommt das so vor, als wenn das nur ein Lippenbekenntnis wäre, weil in der Summe der Dinge, glaube ich, haben wir doch noch sehr viel Handlungsbedarf. Und es wird eben auch immer Thema der Freiheitlichen Partei bleiben müssen, für die eigene Bevölkerung einzutreten, für die Sicherheit der eigenen Bevölkerung einzutreten und Missstände, wie wir sie eben gerade angesprochen haben, hintanzuhalten. Obwohl, weil Sie gerade den Innenminister angesprochen haben, der Innenminister doch einen restriktiveren Kurs jetzt scheinbar auch fährt. Er spricht, also nicht nur die ÖVP, auch die FPÖ sprechen sich dagegen aus, dass nach 6 Jahren automatisch die Staatsbürgerschaft ausgestellt werden soll oder der Antrag zumindest. Er spricht sich auch dafür aus, dass es restriktivere Maßnahmen geben muss. Und er hat auch in einem Interview gesagt, das war schon im Ende letzten Jahres, es gibt junge Männer, für die es besonders männlich gilt, wenn sie gegen die Polizei vorgehen. Besonders männlich, wenn sie Frauen diskriminieren. Ganz einfach Gewalt ausüben. Muss da nicht die Politik noch mehr reagieren? Nehammer hat das scheinbar erkannt. Also ganz ehrlich, es ist ein Unterschied, ich habe ja gesagt, Lippenbekenntnis, was man spricht und was man tut. Ich nehme schon an, dass er das erkannt hat, aber das hat nicht nur Nehammer erkannt, das haben mehrere erkannt und vor allem muss die Politik da reagieren, nämlich dahingehend, dass eine Bewusstseinsbildung bei jenen, die zu uns kommen, hergestellt wird, dass es bei uns Rollenbilder gibt, die mit anderen Kulturgesellschaften einfach nicht vereinbar sind. Das heißt, wer bei uns die Frau unter dem Mann steht oder den Mann über die Frau stellt, der hat hier nichts verloren. Das ist ganz einfach. Das muss er zur Kenntnis nehmen. Wie überhaupt, ich sage, es wird oft in das Land eingewandert mit Vorstellungen, alles ist hier Milch und Honig. Und dann gibt es Enttäuschungen auf beiden Seiten, nämlich auf Seiten derer, die zu uns kommen und ihre Wertigkeiten, die sie zu Hause als Mann haben, hier eben nicht als gegeben betrachten können. Und wir haben die Probleme, dass wir mit diesen Verhältnissen Gewaltattacken gegen Frauen, Bandenkriminalität, zunehmende Verunsicherung in der Bevölkerung umgehen müssen. Natürlich ist da die Politik gefragt, das Werkzeug herzugeben, damit man diese Entwicklungen schon im Keim ersticken kann. Da gibt es wieder einen Vorschlag aus der ÖVP und vom Innenminister Nehammer in den letzten Wochen, der da sagt, ja, das dänische Modell ist nicht nur ein dänisches Modell, ist auch in Australien so, dass man Asylverfahren nicht in Österreich abwickelt, sondern generell im Ausland, also dass man dort wirklich auch im Ausland diese Auffanglager oder Lager gründet und dort die Verfahren abwickelt und gar niemanden einreisen lässt. Also diese Lagerproblematik irgendwo im Ausland, die haben wir schon bereits im Nationalrat zu der Zeit gehabt, wo ich 16 bis 19 selber Training gewesen bin. Und ganz ehrlich gesagt, weil Sie da Nehammer ansprechen, das ist eine langjährige Forderung der Freiheitlichen Partei Österreichs, nämlich die Asylverfahren bereits dort, wo die Menschen herkommen, durchzuführen. Mhm. Also sind Sie dafür auf jeden Fall? Ja, natürlich. Und jetzt haben Sie es gerade angesprochen, ist es tatsächlich so, dass ja da die ÖVP sehr stark auch im freiheitlichen Teich fischt. Wie schwierig wird das für die Freiheitlichen? Sie haben auch eine Wahl, die bevorsteht, da auch zu realisieren, weil das Flüchtlingsthema war immer ein freiheitliches Thema, ist jetzt aber nicht mehr ganz klar so, weil die ÖVP das sehr stark für sich besetzt. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass die Wählerinnen und Wähler in Oberösterreich soweit frei in ihrer Entscheidung sind und genau wissen, wer ist der Schmied und wer ist der Schmiedel. Mhm. Dann reden wir über die Polizei noch einmal, weil wir schon gesprochen darum, dass viele Polizisten beklagen tatsächlich, dass der Respekt teils völlig weg ist. Also da werden viele Polizisten sagen auch, da werden sie alleine gelassen. Es wird dann oft gefilmt auf den Demonstrationen. Man sieht dann in vielen Fällen nur das Video des Demonstranten auf Facebook etc. Kann man dagegen nicht angehen? Das ist eine nicht einfache Thematik. Sie wissen ja, wann die Hände dann sofort in die Höhe gerissen werden, sobald die Polizei einschreitet. In solchen Situationen ist meistens eine extrem aufgeheizte Stimmung. Und ich sage jetzt einmal eines ganz klar dazu. Demonstrationsfreiheit hat für alle Gruppierungen zu gelten. Aber es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied. Wenn in einer Demonstration Gruppierungen drinnen sind, die nur hereingekarrt wurden, um zu provozieren, um diese Demonstrationen nicht friedlich ablaufen zu lassen, dann ist die Gefahr gegeben, dass eine Demonstration nach
natürlich auch zu einem Einsatz der Polizei führt. Und Sie werden sicher schon ein paar Mal bei solchen Demonstrationen dabei gewesen sein. Ich habe die Donnerstag-Demonstrationen jeden Tag erlebt und es war nicht lustig, vom Parlament ins Hotel zu kommen. Ich bin auch einmal schwer attackiert worden, muss ich sagen. Dann daraus zu schließen, dass jeder Mensch in dieser Situation genau nach Punkt und Beistrich, nach dem, was das Gesetz vorgibt, handeln kann, die Emotion komplett weglässt. Unsere Polizisten sind bestens geschult. Aber da kann es auch passieren, dass Fehler passieren. Das ist so. Aber in der Summe der Dinge leistet die Polizei hervorragende Arbeit, versucht überall zu deeskalieren, wie es nur irgendwie geht. Aber da gibt es natürlich auch den Profi-Gegenpart, der natürlich versucht, die Stimmung anzuheizen und dann zu Eskalationen es kommen zu lassen. Da hat gerade in der vergangenen Woche der deutsche Innenminister einen sehr schockierenden Bericht auch präsentiert, dass gerade die Gewalt, egal ob bei rechts oder bei links, aber vor allem bei so Demonstrationen, gegenüber der Polizei auch massiv ist. Und das auch wirklich auch sehr gewollt ist und auch wirklich System dahinter steckt. Jetzt ist aber die Frage an Sie. Jetzt hat es diese Demonstrationen, Corona-Demonstrationen in Wien gegeben. Auch sehr aggressiv, auch sehr aufgeheizt. Im Nachhinein wissen wir, dass dort Rechtsradikale aufgetreten sind, genauso wie Linksradikale, und dass dort die Polizei provoziert wurde. Haben Sie nicht ein Problem damit, dass auch auf diesen Demos sehr viele Freiheitliche waren? Das habe ich, glaube ich, schon ganz einfach beantwortet. Grundsätzlich ist die Demonstrationsfreiheit ein Grundrecht und das ist auch ganz wesentlich. Aber auch dieses Demonstrationsrecht hat ihre Bedingungen. Egal, ob jetzt von links oder von rechts Eskalationen passieren, ist das hinten anzuhalten. Dafür kann aber nicht einer, der seitens der ÖVP, FPÖ, Grüne oder Neos auf diese Demonstration geht, dafür, wenn dann aus irgendwelchen Radikalszenen es zu Provokationen kommt. Ich möchte aber schon eines ganz bestimmt festhalten, nämlich: Schauen wir uns doch einmal den Akademikerball an, wo wirklich die Autos gebrannt haben, die Auslagenscheiben kaputt gegangen sind. Wer ist denn da dahinter gesteckt? Ja. Und schauen wir uns doch das bitte mal genau an, aus welcher radikalen Szene kommen die Gewaltattacken? Ist das die linke Szene zum Großteil oder ist das die rechte Szene? Ja. Jetzt können wir das ganz genau aufschlüsseln. Ja. Na, ich sage Ihnen eins, das wird nicht gut ausgehen für eine Seite. Ich habe diesen Bericht von Deutschland, von Österreich kenne ich jetzt nicht, aber den aktuellen Bericht aus Deutschland, und da hält es fast die Waage. Ja, ich gebe Ihnen recht, teilweise sind die linksradikalen Kräfte sogar gewalttätig und mit mehr Übergriffen. Das ist tatsächlich so in diesem Bericht auch zu lesen. Wir bleiben noch bei Ihnen beim Thema Sicherheit, bevor wir dann auch zu Ihrem Ressort kommen, wo es natürlich auch um Themen geht wie Corona und ja, wie geht es den Einsatzkräften etc., weil das ist ja auch ein massives Thema. Aber noch abschließend dazu. Wir haben schon gesprochen davon, dass es jetzt natürlich Versuche gibt, diese Integration, diese Zuwanderung irgendwie zu kontrollieren, in den Griff zu bekommen. Ist das insofern notwendig, weil es gibt auch einen jüngsten Bericht, dass jeder vierte Syrer, jeder vierte Afghane, der zugewandert ist, seit 2015 arbeitslos ist. Ist das gefährlich, und das sagen auch Experten, dass dann viele auch in die Kriminalität abrutschen, weil sie einfach keinen Job haben bei uns? Also zum Ersten, weil Sie gesagt haben, wegen der Zuwanderung. Ich glaube, das muss man gleich als Erstes mal behandeln. Also Österreich sollte zumindest wissen, wer zu uns jetzt überhaupt hier reinkommt. Und da bin ich mal der Meinung, dass hier ein totales Versagen der Regierung gegeben ist oder der Zuständigen aus der Regierung, weil man jetzt erst drauf kommt, dass auch während Corona so und so viele Leute wahrscheinlich zu uns gekommen sind. Das ist ja hochinteressant. So, und jetzt zu Ihrer Frage bezüglich Afghanen. Die Zuwanderer, die sind jeder vierte Afghan, jeder vierte Syrer ist arbeitslos. Also grundsätzlich sollte die Arbeitslosigkeit nicht dazu beitragen, dass dann Kriminalität entsteht. Dafür wäre der Sozialstaat ja auch gegeben. Man kann halt arbeitslos sein, unverschuldeterweise, und wird dann auch im sozialen Netz aufgefangen sein. Aber es ist schon festzustellen, dass wenn andere Kulturgesellschaften zu uns in einem Ausmaß kommen, die eben ein anderes Verständnis, andere Rollenverständnisse haben, vielleicht auch mit einem anderen Hintergrund zu uns gekommen sind, von sich aus gar nicht wollen, in die Arbeit zu kommen, von sich aus gar nicht wollen, deutschsprachig zu sein, von sich aus gar nicht wollen, eine entsprechende Bildung zu machen,
die ja wiederum notwendig ist, dass man am Arbeitsmarkt integriert werden kann. Und da haben wir einfach Defizite, die mit noch mehr Zuwanderung genau anteilig gleich dann eben auch steigen werden. Stichwort noch mehr Zuwanderung abschließend zu diesem Thema. Da, ja, es ist, scheint so, als ob eine Welle wieder unterwegs ist, also im Sommer in Richtung Europa. Und die EU hat noch immer keine Regelung geschafft, beziehungsweise noch das Thema Zuwanderung noch nicht gelöst. Es gibt jetzt wieder Tendenzen, dass man sagt, ja, die Zuwanderung, also die Flüchtlinge, die kommen, die sollten dann wieder aufgeteilt werden. Und auch wieder aufgeteilt werden, Österreich, Deutschland, Schweden, genauso aufgeteilt werden wie überall anders. Da sind wir schon einmal ganz gewaltig gescheitert und wir wissen aus den ganzen Verhandlungen, die zurzeit stattfinden, dass es eine Gruppe von Ländern gibt, die absolut nicht bereit sind, hier einen Aufteilungsschlüssel zu akzeptieren. Und das zeigt ja schon, genauso wie in Coronas Zeiten, wie handlungsunfähig diese EU geworden ist. Die Kernaufgaben dieser EU werden leider Gottes nicht erfüllt. Ich meine, der Schutz nach außen, die Außengrenzen der EU, wer schützt uns? Mhm. Im Gegensatz dazu sagen aber wieder auch Oppositionsparteien, jetzt nicht Sie und nicht die FPÖ, vor allem die SPÖ und die Grünen, wir können wieder Menschen aufnehmen. Das ist eine Ansichtssache. Ich sage, wir haben mit dem, was jetzt bereits hier ist, genug zu tun. Wie schon angesprochen, wir müssen diese Menschen, wenn wir sie bei uns behalten wollen, ihre Rollenbilder auf unsere anpassen wollen, entsprechend bilden, ausbilden. Wir müssen schauen, dass sie kulturgesellschaftlich bei uns ankommen. Und wer dann glaubt, wir brauchen noch mehr Zuzug aus diesen Ländern, ja, der soll das dann auch vor dem Wähler vertreten. Ich vertrete diese Meinung nicht. Gut, dann schließen wir dieses Thema ab, kommen zum nächsten Thema und auch zu Ihrem Ressort in Oberösterreich, wo es um die Einsatzkräfte geht, die natürlich während Corona sehr gefordert waren. Und wo sich natürlich jetzt die Frage stellt, wie geht es denen denn? Vieles hat nicht passieren können, vor allem bei den Feuerwehren. Die Feuerwehren finanzieren sich teilweise selbst, auch natürlich mit Unterstützung des Landes, also mit ihrem Ressort. Aber vieles, was dort angeschafft wird, ist aus Eigeninitiativen heraus, die jetzt während Corona nicht stattfinden haben können. Feste etc. Wie geht's Ihnen? Wenn ich bei der Feuerwehr jetzt bin, die Feuerwehr hat auch in Corona-Zeiten trotz aller Ereignisse von Sturmschäden bis Hochwasser bis schwere Unfälle bis Brände alle ihre Aufgaben, ihre Kernaufgaben bestens erfüllt. Zusätzlich zudem noch Hilfestellung zur Bewältigung der Pandemie gegeben, sprich Triagen, Ströme lenken, bei den Impfstraßen dabei zu sein. Also das ist ganz, ganz hervorragend, wenn man so eine Organisation hat und die auf Knopfdruck bereitsteht mit über 90.000 Leuten in Oberösterreich. Da muss man sagen, das ist auch nicht selbstverständlich und da kann man eben nur Danke sagen, weil sie es angesprochen haben. Natürlich konnten Festivitäten etc. nicht stattfinden. Wir wissen alle, dass die Feuerwehren bei allen Anschaffungen einen sehr hohen Selbstbehalt zur Anschaffung dieser notwendigen Gerätschaften leisten. Und diese Gelder, die sie durch diese Festivitäten einnehmen, sind jetzt ausgefallen. Noch ein Thema zum Abschluss, noch, weil Sie Zivilschutz angesprochen haben. Aber darf ich vielleicht nur, vielleicht nur was dazu sagen? Weil Sicherheit kostet Geld, aber der Wert der Feuerwehren in der Erhaltung dieser Sicherheit, dieses Sicherheitsgefühles in Österreich ist eigentlich unbezahlbar. Wenn wir die Feuerwehren nicht mehr haben, wenn wir auf ein Berufsfeuerwehrsystem umstellen würden, dann würde es erst richtig Geld kosten, weil die Feuerwehren dafür verantwortlich sind, dass sie über das Ehrenamt unsäglich viele Stunden leisten, ohne etwas dafür an monetärer Abfertigung dazu bekommen. Es ist heuer ein Wahljahr. Im September, am 26. September wird gewählt zur Landtagswahl. Beim letzten Mal, 2015, wir können uns die Ergebnisse ansehen, war es ein Ergebnis von rund 30% bei der FPÖ. Also auch ein Jahrhundertergebnis, würde ich jetzt fast sagen. Da hat alles zusammengepasst, die Flüchtlingskrise am Höhepunkt etc. Das ist ein Ergebnis, das so nie wieder möglich sein wird. Also ganz grundsätzlich in der Politik ist nichts unmöglich. Und die Wählerinnen und Wähler, und das sehen wir auch in unseren Umfragen, sehen ganz genau das und beurteilen auch ganz genau, was waren die Leistungen, was wurde gearbeitet, was wurde umgesetzt. Und ich kann das auch aus meinem Ressort sagen und aus allen anderen zwei Ressorts, dass wir Freiheitliche hier wirklich beste Arbeit für Oberösterreich geleistet haben.
Ja, oh, bitte. Ja. Ja, und wir werden versuchen, das natürlich auch entsprechend darzustellen. Und das wird ein Wettbewerb zwischen den politischen Kräften sein. Und wir werden gespannt sein, was für ein Ergebnis dann am 26. September herauskommen wird. Jetzt haben Sie gesagt, ein Wettbewerb zwischen den politischen Kräften, zwischen den verschiedenen Parteien. Aber kann es nicht auch zu einem Wettbewerb kommen, parteiintern? Ist das nicht zu befürchten? Es gibt die Bundes-FPÖ, die auf Oppositionskurs ist, mit einem sehr, ja, ich würde sagen, aggressiven Oppositionspolitiker namens Herbert Kickl. Dann gibt es eine Regierungspartei, die FPÖ Oberösterreich, die mit der ÖVP in Oberösterreich regiert. 20-25% in Oberösterreich, nur 15% bei Herbert Kickl. Wie sehr kann Ihnen die Politik von Herbert Kickl in Oberösterreich schaden? Also das sehe ich sehr gelassen. Es ist ein Unterschied, ob man in ein Regierungsübereinkommen ist oder ob man kantige Oppositionspolitik zu machen hat. Entscheidend ist wichtig, dass man in der Partei selber einheitlich auftritt. Das, glaube ich, passiert zurzeit absolut bestens zwischen Heimbuchen und Kickl auch. Da gibt es ganz gute Verbindungen deswegen, wo man sagt, also die Oberösterreicher haben hier Regierungsarbeit zu machen. Wien muss eine kantige Oppositionspolitik für diese schlechte Regierungsleistung, die dort vorgetragen wird, bringen. Sonst kommt man auch nicht weiter. Ich kann nur dazu sagen, wir liegen im Bund nicht mehr bei 15%. Wir liegen auch dort bereits wesentlich besser. Ich sehe da kein Problem in dieser Sache. Also ganz nehme ich das jetzt, oder ganz kann ich das jetzt nicht ganz verstehen. Das ist, Sie haben gesprochen von Einvernehmen zwischen Heimbuchner und Kickl. Ist es nicht doch so, dass Sie vielleicht jetzt einmal miteinander gesprochen haben und Herr Heimbuchner, er ist der mächtigste freiheitliche Politiker in Österreich und die Freiheitliche Partei in Oberösterreich ist die erfolgreichste Partei in Österreich. Hat nicht Heimbuchner vielleicht jetzt doch einmal in den letzten Tagen mit Herbert Kickl gesprochen und ihn auch gemahnt dazu, dass er ein bisschen runtergeht und nicht ganz so aggressiv und nicht ganz so übertrieben und zugespitzt im Nationalrat agiert? Also Heimbuchner würden sich wahrscheinlich viele Bundesländer wünschen als Landesobmann, aber Dr. Manfred Heimbuchner hat das ganz klar festgehalten, dass er seine Aufgabe hier in Oberösterreich sieht. Das macht er auch bestens. Das machen wir gemeinsam, wirklich mit Leidenschaft und Herzblut. Und die Kommunikation nach Wien, kann ich Sie wirklich beruhigen, die funktioniert ausgezeichnet mittlerweile. Aber vielleicht ist es ja wirklich so, dass die Kommunikation ausgezeichnet funktioniert und der Herbert Kickl jetzt doch auf den Manfred Heimbuchner hört, weil er vielleicht weiß, und ich mutmaße rein hypothetisch, oder vielleicht doch es sein kann, dass dieser Kurs, den Herbert Kickl führt, viele freiheitliche Wähler in Oberösterreich bei der Wahl abschrecken könnte, weil es zu viel ist. Also ganz ehrlich gesagt, ich sehe in keinster Weise, dass Herbert Kickl ein Interesse daran hätte, dass wir in Oberösterreich ein schlechtes Ergebnis einfahren. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass er alles auch tun wird dafür, dass wir auch in Oberösterreich wieder ein sehr gutes Ergebnis am 26. September haben werden. Aber es geht ja nicht nur um das Ergebnis bei der Wahl, sondern man muss ja nach dem sprechen darüber, was nach der Wahl passiert ist. Nehme ich einmal an, die Freiheitlichen wollen wieder mit der ÖVP reagieren. Das kommt ja auch im Land laut Umfragen gut an. Die Oberösterreicher sehen das sehr erfolgreich und auch gut. Aber wenn jetzt in Wien eine Oppositionspartei, die Regierungspartei ÖVP, ständig angreift und Kickl den Herrn Kurz angreift, dann wird das den Landeshauptmann in Oberösterreich auch nicht gefallen und er wird dann mit Ihnen sprechen. Also um auf Landeshauptmann Magister Stelzer zu kommen, ich glaube, dass der Landeshauptmann sehr wohl unterscheiden kann zwischen einer Regierungspartei in Wien, die alle großen Probleme jetzt auf sich gezogen hat, was politisch betrachtet in der Republik zurzeit stattfinden. Und ich glaube, dass er kein Interesse daran hat, diese gute Zusammenarbeit hier in Oberösterreich grundlos aufzugeben. Wir sind dafür gewählt worden, um für das Land die beste Arbeit zu machen. Das funktioniert sehr gut. Und Stelzer wird, glaube ich, von sich aus danach trachten, dass in der ÖVP wieder diese Einheit hergestellt wird, wie sie bei uns Freiheitlichen tatsächlich auch herrscht. Sie sprechen auch von diesen Vorfällen, hat es auch in Wien mit den WhatsApp-Nachrichten und Verfassungs- und Gesetzesgeschichten, wo die ÖVP, wo Landeshauptmann Stelzer sich auch dazu geäußert hat, Richtung Wien. Ganz richtig, das meine ich. Ja, das heißt, Sie sehen jetzt, es war ja schon so, dass viele prophezeit haben, es könnte jetzt wieder zu einer Spaltung der FPÖ kommen. Das sehen Sie derzeit gar nicht. Na, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Was wäre denn für Sie ein gutes Ergebnis bei der Wahl im September? Die 30, würde ich jetzt mal sagen, sind doch sehr vermessen.
Also unser Ziel muss sein, zweitstärkste Kraft zu bleiben, das ist einmal ganz klar. Und alles, was um die 20% ist, ist ein gutes Ergebnis. Je mehr über 20%, umso besser. Ich bin ein positiv denkender Mensch und ich glaube, dass wir ein tolles Wahlergebnis einfahren werden. Aber was passiert im schlechtesten Fall, wenn man unter die 20% rutscht? Was passiert dann mit der FPÖ? Was wäre das dann? Wie gesagt, ich bin ein positiv denkender Mensch und diese Hypothese, die kommt für mich nicht in Frage. Ja, was schätzen Sie denn dann so? Was wird es denn werden? Also wir werden zwischen 20% und 25% liegen. Herr Landesrat Klinger, bedanke mich für das Gespräch. Bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen. Ja, in Kürze geht es dann weiter wieder mit den tagesaktuellen Nachrichten. Bleiben Sie bei uns. Auf Wiedersehen. Sommerfrische neu erleben am Traunsee. Genießen Sie die regionale Küche, die herrliche Landschaft, Berge und Seen sowie die besondere Gastfreundschaft der 13 Traunseewirte. Jetzt sommerfrische Angebot buchen. 3 Nächtigungen inklusive Frühstück ab 188 Euro pro Person. Alle Infos zum attraktiven Pauschalangebot mit vielen Extras finden Sie auf traunseewirte.at. Auferstehung Jesu. Am ersten Tag der Woche, am frühen Morgen, Oderböen. Sie werden drauf stehen. Besuchen Sie uns im neuen Ruder-Schauraum in Marchtrenk bei Wels. Win-win, rein ins Vergnügen. Mehr Abwechslung mit Österreichs größter Auswahl an VLT-Spielen. Gewinne bis zu 10.000 Euro. Win-win, spielen und mehr. Hoamat Sound Live mit den Hollerstauden, Hassler, Hölzl und Klimstein. Bekannt von Solo zu viert und dem Chartstürmer Chris Steger. Ich kann noch weisen, dass er zusammen sind. Kein Schlaf, kein Appetit. Sehr fix. Hoamat Sound live am 12. August beim Open Air Sommer in der Hoamat. Infos und Kartenvorverkauf unter hoamat.net oder bei Ö-Ticket. Nachwuchskicker, aufgepasst! Macht mit bei der Familienbund Kids EM und holt euch mit eurem Team den Titel. Wir freuen uns auf euch. Fußballprofi zu werden, war für mich immer schon ein sehr großer Traum. Bei der Familienbund Kids EM habt ihr die Chance, dass euch euer Talent unter Beweis stellt. Meldet euch schnell an, viel Spaß! Sei Superheld, Dorfkasperl oder Retter in der Not. Sei Gipfelstürmer und Titelverteidiger. Sei Star und Sternchen und voller Allüren. Sei du die Story und mach deinen Bezirk zu deinem Bezirk. Mit der Bezirksrundschau und auf meinbezirk.at.